Ich darf Ihnen Gerhard Schulz vorstellen, den Mitgründer des Kulturzentrums Schlachthof in Wiesbaden. Er sagt von sich selber, er sei Handwerker, Kulturunternehmer, Coach und Change Manager. Und er hat mir auch geholfen, meinen WLAN vorhin anzuschalten. Vielen Dank. Aber was macht ein Kulturzentrum? Wie kriegt man das so hin, dass es auch wirtschaftlich funktionieren kann? Weil sonst kannst du halt nicht überleben, oder? Ich glaube, das ist mit Sicherheit die größte Herausforderung, die ein Kulturzentrum zu beantworten hat, die Wirtschaftlichkeit. Ich glaube, dass es den Kulturbetrieben insgesamt nicht besonders gut geht in Deutschland und bei einem Kulturbetrieb, aus dem ich komme, einem sogenannten soziokulturellen Zentrum, geht es wahrscheinlich noch etwas finanziell oder wirtschaftlich betrachtet etwas schlechter als anderen. Kultur ist nun mal auch in gewissen Teilen von der öffentlichen Förderung letztendlich abhängig. Das ist bestimmt, also das maßgebliche Problem gespeist und gelöst wird, ist dadurch, dass die Wirtschaftlichkeit auf der euphorischen Seite, auf dem Enthusiasmus beziehungsweise aus dem Antrieb heraus, es zu gestalten und ein Leben zu erhalten, total groß ist. Und was genau machen Sie im Schlachthof dann in Spanien? Was genau machen Sie in dem Kulturzentrum? Wir sind ein soziokulturelles Zentrum, haben Schwerpunkte mit Sicherheit auf Musik. Wir sind Nachwuchsförderer, wir machen Theaterproduktionen, Poetry Slams, Disco-Veranstaltungen, Lesungen, Vorträge, Infoveranstaltungen, politische Abende, alles was dazu gehört. Okay, sehen Sie denn durch Ihre Arbeit, wie lösen Sie da einen Bewusstseinswechsel aus bei denen, die mit Ihnen in Kontakt kommen oder die Sie besuchen kommen, die auf Veranstaltungen kommen? Ist das überhaupt Ziel und Zweck des Ganzen? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass dann genau dieser Wunsch nach einer Erweiterung oder Veränderung unserer Stadt Wiesbaden, die mit Sicherheit nicht mit Berlin zu vergleichen ist, deswegen war eigentlich der Markt, auf den wir uns präsentiert haben, etwas einfacher in Berlin, aber es war auf der anderen Seite auch schwieriger, weil Wiesbaden einen Auftritt von einem Kulturzentrum Schlachthof, einem Kulturladen der etwas anderen Art nicht vorbereitet war. Und wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass die treibende Kraft, etwas Neues zu machen, etwas Eigenes zu machen, einen eigenen Fußabdruck in unserer Stadt zu hinterlassen, tatsächlich auch gelungen ist. Das ist sehr anstrengend, aber es ist einmal dadurch gelungen, dass wir es geschafft haben, das Kulturzentrum über die Jahre aufrechtzuerhalten und tatsächlich heute noch am Ort zu sein. Wir haben es zusätzlich geschafft, diese Industriebrache, in denen der Schlachthof sich eingenistet hat, also Schlachthof sagt es ja schon, das war ein Schlachthof, und das sollte komplett abgerissen werden und war eigentlich nicht mehr zu einer weiteren Verwertung des Geländes in einer irgendeiner gearteten städtischen Seite geplant, sondern soll ein Grünzug werden. Und uns ist es jetzt gelungen, dass wir uns daran einnisten können und zweitens diese Grünfläche, die da entstanden ist, nach Nutzerwünschen und Bedingungen, also den Leuten, die das Kulturzentrum besucht haben, aber auch eine solche Kultur in Wiesbaden besucht haben, nach diesen Wünschen oder nach diesen Gesichtspunkten ist dieser Grünzug jetzt auch angelegt worden. Das ist ein super Platz geworden. Wunderbar. Deswegen nicht nur Berlin ist spannend, sondern auch Wiesbaden. Und wenn Sie nach Wiesbaden kommen, auf jeden Fall in Schlachthof gehen. Vielen Dank.